Boing, 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 boing. Ein fröhliches Miau. Oder sollte ich lieber sagen, ein fröhliches Glück auf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkitect Sandbox-Modus. Denn heute ist Freitag und Freitag ist Parkitecton. Oh, meine Stimme versagt heute bei den hohen Tönen. Parkitecton. Ja, wird nicht besser. Legen wir also lieber direkt los hier mit dem fröhlichen Gebäudebau mit sechsfacher Geschwindigkeit. Das fühlt sich ja fast wie eingeschlafene Füße an, aber Leute, ich sag's mal so, wie es ist. Ich hatte keine Zeit. Ich hatte nicht so viel Zeit die letzten Wochen. Ja, deswegen fiel auch letzte Woche aus. Es tut mir tierisch leid, aber ich war im Prüfungsstress. Die sind jetzt durch. Das heißt, jetzt können wir wieder Parkitect spielen. Deswegen trotzdem heute nur so einen kleinen Timelapse. Des Weiteren habe ich die letzten Tage auch immer mal zwischendurch gestreamt, und zwar Scrap Mechanic und Railroads Online. Ja, Railroads Online habe ich mal wieder gestreamt. Wollte mal gucken, wie das Spline-Up ist. Spline-Up. Ich krieg's heute nicht über die Bühne auszusprechen. Ist. War ganz lustig. Machen wir wahrscheinlich heute, also am 23.09. wahrscheinlich wurde. Mal sehen, mit dem Colin zusammen habe ich das gemacht. Mal sehen, ob das heute so wird. Wahrscheinlich werde ich heute streamen. Ja, krasse Scheiße. Mal gucken. Auf jeden Fall. Habe ich richtig Bock, heute hier reinzustarten. Ja, auch wenn nur anderthalb Stunden Footage da liegt. Das ist eine halbe Stunde weniger als sonst. Deswegen nur sechsfach Geschwindigkeit anstatt achtfacher. Eigentlich ist das mal schön, mal die vernünftige Geschwindigkeit zu haben. Dann fühle ich mich nicht mal unter Druck gesetzt. Denn das eigentlich, was wir heute sehen, das, was geplant ist eigentlich pro Folge an Fortschritt. Anderthalb Stunden Bauzeit. Nice. Klar, ich habe natürlich wieder locker 3 Stunden Parkitect reingedippt. Ne, aber hey. So, was für ein Gebäude bauen wir eigentlich? Und woran ist das eigentlich inspiriert? Ja. Ich bin halt zur Uni gefahren für die Prüfung, ja, nach meinen Semesterferien. Und da ist mir immer, als ich mit der Bummelbahn, also mit dem Regio vorbeigefahren bin und wir ein Signal halt hatten, ist mir dieses Gebäude so in ein Auge gestochen. Das ist ein altes HSP, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ich kann mal kurz gucken. Genau, das ehemalige HSP. Hoppala. HSP-Gelände in Dortmund. Bisschen runtergekommen, ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen. Ihr könnt es auf Google leider nicht wirklich kennen. Ich habe einfach aus dem Zug ein paar schöne Schnappschüsse gemacht. Ne, während ich dessen nicht hier mit mehrere Ehe vorbeigezuckert bin oder gestanden bin. Und das bauen wir heute einfach mal so ein bisschen nach. Ne, ich finde das nämlich so ein ganz schönes Industriegebäude. Hab's nicht so ganz gut getroffen im Parkitect. Es ist aber in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ist jetzt nicht meine Masterleistung heute. Ist es aber eine Leistung. Ja, das möchte ich hier mir auch mal hier anerkennen lassen, Mensch. Ne, es ist eine Leistung. Wir haben geschafft. Wir bauen heute ein Gebäude. Ist ja eh meine Lieblingsarbeit. Gebäude bauen. Hasse ich wie die Pest. Ne, Gebäude bauen. Des Weiteren habe ich spontan beschlossen, dass ich so den vorderen Bereich, ja, wir machen ein paar kleine Skibis hier von Schwenk, ne, das cutte ich ein bisschen zwischendurch. Ein paar kleine Testversuche, ne. Haben überlegt, den vorderen Bereich unseres Ruhrpott-Bereichs noch ein bisschen abzuschließen, den wir hinten bei der Eisenbahnstrecke eine Wand noch bauen, damit das ein bisschen schöner aussieht. Des Weiteren ist, als ich später meinen Screenshot getaked habe für das Thumbnail, oh krass, so Englisch ausgesprochen. Läuft bei mir. Als ich das Thumbnail gemacht habe für die heutige Folge, ist mir aufgefallen, dass ich wieder Warteschlangen unterdimensioniert habe. Und zwar nicht für unsere beliebte Flop-Achterbahn. Ja, große Attraktionen sind bei mir irgendwie immer floppy. Warum auch immer. Oder wir haben einfach zu hohe Kapazitäten bei den großen Achterbahnen. Da hat geflackert. Das konnte ich nicht aushalten. Ist mir aufgefallen, dass ich die Warteschlange vom Carvensmann zu kurz gebaut habe. Es ist typisch für mich. Tigo, der Warteschlangen verkürzt. Zu kurz Bauer.
Außer bei den Attraktionen, wo ich denke, dass voll wird, da wird's leer. Na, hey. Ne? Aber trotzdem, es reicht gerade so. Auch von The Bell. Ja, ich hab The noch davor gehangen. The. Ne? Wichtig dabei, wenn man The ausspricht, sich vorzustellen, dass man währenddessen erbricht. The. Nein, Spaß. The. The. Also die Glocke. Ja, jetzt können ein paar Freizeitpark-Fans merken vielleicht, wo The Bell oder Bell inspiriert ist am Namen. Ich verrate euch aus dem Hansapark ein Fahrgeschäft. Also der Name, nicht das Fahrgeschäft selber. Aber nur mal ein bisschen eingeenglischt. Eingeenglischt. Halt, wird immer besser. So, eingeenglischt. So. Ja, da die ist auch sehr beliebt, ist mir aufgefallen. Die Glocke. Die Bell. The Bell. Jetzt wird's richtig englisch. Ne, dann hier noch so ein paar kleine Details da eben noch dran klatschen und dann sieht das schon ganz gut aus. Ne, da seht ihr, wie kreativ ich da hinten war. Flatsch, klatsch, klatsch. Ein bisschen rumklatschen, ne. Passt halt auch schon. Ja, ich weiß, bin heute nicht der kreativste unterwegs gewesen. Aber manchmal muss das einfach. Manchmal bin ich nicht so kreativ. Ne? Zwischendurch muss man auch mal ein paar spannende Teile mal testen mit einer Rolltreppe. Ich wollte wissen, welche Steigung die hat. Ne? Und bevor ihr jetzt alle gleich Panik kriegt. Da war auch ein Cut, den habt ihr gerade gar nicht gesehen, weil ich mache immer Cuts, wenn ich in den Menüeinstellungen irgendwas mache. Keine Panik, vorher gleich. Wir lackieren natürlich noch. So, und jetzt kommen die spannenden Sachen. Ne? Denn ich habe ja Rotation Anarchy mir installiert, letzte Folge. So off-cam, heimlich still und leise. Und da habe ich es einmal nicht gezeigt. Habe ich wohl vergessen rauszuschneiden. Hoppala. Ja, wollte ich mal so ein bisschen gucken, wie das Ganze funktioniert in der Timelapse. Ja, wir werden es häufiger heute benutzen, immer nur so für Kleinigkeiten. Ich finde das ganz cool, diesen Mod, weil er diese Freiheit lässt. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass, oder ich versuche noch immer Parkitect so zu spielen, als ob es so in großen Teilen, dass wir es zwischendurch mal so für ein paar Akzente verwenden, für ein paar kleine Tricks. Aber im großen Teil möchte ich dann doch noch den Standard-Raster hier verwenden. Ja, manchmal werde ich mir diesen Mod erlauben, so für das jetzt zum Beispiel, dass das cool aussieht. Ne? Das finde ich dann vollkommen okay. Also im Großen und Ganzen werden wir bei den 90 Grad und 45 Grad Winkeln bleiben. Genau. So nämlich. Das Wort zum Freitag. Bumsfall dran, ne? Das Ganze noch grau lackieren, noch ein bisschen Farbakzente setzen, damit das alles nicht so langweilig wird. Dann das Flackern beheben. Ich hasse Flackern wie die Pest. Dann machen wir da noch eben kurz ein bisschen Textur ran. Schwuppdiwupp und fertig ist die Kiste. Dann geht's jetzt richtig ab hier in den Schienen verlegen. Ne? Schiene, 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 my friend. Ne? Schiene, Schiene, Schiene ist hier die Devise. Ne? Schiene, Schiene, Schiene. Ich bewege ein bisschen viel die Kamera. Ich bin das wohl nicht mehr gewöhnt. Naja, immer dieses Löschen, falsch löschen, dann nochmal kurz was hier ein bisschen Deko reinstellen. Ne? Der Gabelstapler hier beleben. Ne? Und jetzt geht's in die Lackierung. Ich hab mir gedacht, wir nehmen mal wieder das Zechengrün. Ja, Zechengrün, my friends. Ist ganz wichtig, Zechengrün. Weil ohne Zechengrün ist Kacke. Sind wir ehrlich, ohne Zechengrün ist halt einfach Scheiße. Weil wer will schon einen Zechenbereich haben ohne Gebäude in Zechengrün? Jetzt mal bitteschön. Ja, jetzt mal bitte. Ich will hier hören, wer irgendwas dagegen sagen möchte. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ne, wir sind schon fast 9 Minuten. Wir sind schon 9 Minuten in der Timelapse. Ah, das geht ja hier wieder holter die Polter, flott wie ein Otto. Ne, jetzt sieht das schon alles viel, viel besser aus. Mit dem Rostrot, mit dem Rostgrün und dem Rostgrau. Verrottet Grau, Entschuldigung. Ne, sieht das schon ganz gut aus und jetzt geht's auch schon in die Wände, in die Wand, da hinten in die runde Wand daran, ne? Ein bisschen hier auch ein bisschen so, ne? Und die ist natürlich ganz wichtig für einen gelungenen Abschluss. Ja, ganz gelungenen. Ich
Ja, ich weiß, ich benutze viel diese Wand in diesem Bereich, aber es ist halt so. Es sieht in echt auch so aus, diese Backsteinwände. Es ist halt einfach so. Es ist realistisch. Ja, es ist realistisch. Jetzt geht das schon hier in so einem Halbkölscher Platt. In so einem Fake-Kölsch-Dialekt. Ganz gruselig. Auch das ganz gruselige Stelle für mich zum Bauen. Ihr seht, wie lange ich das in der Timelapse schon brauche, wie viele Sekunden unseres Lebens dafür verschwendet werden für diese kleine Pissecke. Ne? Und jetzt machen wir eben noch schnell hier so ein paar Säulen rein, damit das alles wunderhübsch ist. Ne? Wunderhübsch hier noch so ein bisschen aufteilen. Ne? Passt dann die Lampen von vorne, weil muss auch gut beleuchtet sein nachts. Ne? Licht ist alles. Ne? Da kommt jetzt auch hier wieder diese Drehmod rein, weil ich hier ein paar andere Winkel gerne hätte, damit das besser aussieht. Ne? Genauso hier und in der Mitte. Dann machen wir auch die Säule in der Mitte und schwuppdiwupp. Ja, jetzt seht ihr, das geht mir jetzt schon wieder auf den Keks, weil die Mod muss raus. Seht ihr, jetzt schon die Mod wieder raus. So, jetzt geht die Kurzmod rein. Ich bin aber zu blöd, das Ding richtig zu alignen. Seht ihr ja, wie ich mir hier einen abdrehe. Passt nicht. Lösung, nicht machen. Ne, schnell dann einmal improvisieren, einmal abfuschen, fusch. Ne, da seht ihr, ab gut weggefuscht, dann machen wir das kurz eben noch. Na, das gefällt mir da oben nicht, die Kante. Dann einmal kurz freifuschen. Ist halt gut gefuscht, es ist super gefuscht. Ich als alter Fuschopath weiß natürlich, von was ich spreche. Ne, und schwuppdiwupp ist das Ding fertig. Ne, jetzt kommen natürlich hier noch so Kleinigkeiten von hinten, dass das gut aussieht von hinten, dass da hier nicht so irgendwelche hässlichen Lücken entstehen, ne. Dann lass uns noch kurz so machen, dass das alles gut ist. Genau, dann machen wir noch die Ecke eben schnell schön fein, ne. Jetzt beginnt die Suche nach dem passenden Teil, was wir dafür brauchen. Ich dauert noch, kein Problem. Auf jeden Fall nutze ich diese Zeit für die Teilsuche und verabschiede mich schon mal für diese spannende Folge heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit mir und der Folge, auch wenn sie ein bisschen kürzer war, weil ich euch trotzdem sechsfache Geschwindigkeit bieten wollte. Damit sage ich noch Tschüss und Miau, ciao, ciao, viel Spaß noch mit der letzten Minute und der Musik. Bye, bye.